Hallo, heute reden wir über das Teilen. Teilen, schreibe ich jetzt mal hier oben drüber, das Teilen. In Mathe nennt man das auch Division. Division, hoppala, Entschuldigung. Aber wir reden hauptsächlich erstmal über das Teilen. Und zwar, lass uns doch einfach mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir mal an, hier in der Mitte zwischen uns auf dem Tisch liegen vier 1-Euro-Münzen. Du bist hier auf der Seite und ich bin hier auf der anderen Seite und wir würden gerne diese vier Münzen fair zwischen uns aufteilen. Und was wir da machen, ist einfach, das können wir in der Mitte so teilen zwischen uns, dass jeder die gleiche Menge bekommt, also eine gleich große Gruppe. Und was ist da jetzt als Ergebnis rausgekommen? Als Ergebnis ist da jetzt rausgekommen, dass du 2 € bekommst, das ist hier diese Gruppe, und ich bekomme auch 2 €. Lass mich mal hier dunkelblau nehmen. Das ist diese Gruppe. Und du siehst schon, in jeder Gruppe, wir haben das jetzt gleich fair und gleich aufgeteilt, sind 1, 2 € drin. Und hier sind auch 1, 2 € drin. Das heißt, wenn du diese vier, insgesamt 4 € auf uns zwei Personen verteilst, kommen hier anscheinend irgendwie zwei Münzen pro Gruppe raus. Und wie schreibt man das jetzt mathematisch? Das ist eigentlich ganz einfach und das macht man so, indem man schreibt 4 durch 2 ist gleich. Und haben wir jetzt gesehen, wenn wir 4 € in zwei gleich große Gruppen teilen, hat jede Gruppe 2 als Ergebnis. Das ist übrigens genau das Gegenteil von der Multiplikation. Vielleicht fällt dir das schon so ein bisschen auf. Wenn wir nämlich 2 mal 2 rechnen, ist das, wie du ja aus der Multiplikation-Video bestimmt noch weißt, 4. Aber machen wir einfach mal ein paar Beispiele. Da wird es meistens immer viel besser anschaulich und da kann man sich es dann am besten merken. Rechnen wir mal 6 durch 3. So, dazu nehmen wir für unser Beispiel einfach mal 6 Bananen. Ich hoffe, die erkennt man halbwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die will ich jetzt in drei gleich große Gruppen aufteilen. Und das kann ich zum Beispiel so machen. Eine Gruppe, zwei und eine dritte Gruppe. Und jetzt müssen wir zählen, wie viele Bananen sind in jeder Gruppe. Genau, nämlich 1, 2. In dieser Gruppe sind auch 2 und in dieser Gruppe sind auch 2. Das heißt, 6 durch 3 ist gleich 2. So, das war jetzt eigentlich ganz einfach. Du kannst übrigens auch anders drüber nachdenken. Du kannst auch sagen, okay, ich kann es auch so rum machen. 6 durch 3. Könntest natürlich auch einfach sagen, deine Bananen, hier deine 6 Stück. Du kannst auch sagen, wie viel Dreiergruppen habe ich denn? Also 6 durch 3 in diesen 6 Bananen. Wie viel Dreiergruppen stecken denn da drinnen? Da habe ich hier eine Dreiergruppe. Und noch eine Dreiergruppe. Es sind jeweils drei Bananen drin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und wie viele Gruppen habe ich insgesamt? Genau, ich habe 1, 2 Gruppen. Also 6 durch 3 ist 2. Also es ist einfach nur eine andere Schreibweise oder eine andere Zählweise. So kannst du dir das auch vorstellen. Lass uns mal bei diesem ähnlichen Beispiel bleiben. Und zwar können wir ja auch rechnen, 6 durch 2. Und ich mache mal jetzt einfach so eine Art Murmeln hier. Also 6 Murmeln habe ich hier. Und da könntest du jetzt wieder sagen, okay, ich kann in dieser Art und Weise zählen. Ich kann hier sagen, wie viel, wenn ich es in zwei Gruppen teilen will, hier habe ich eine Gruppe. Und noch eine Gruppe. Wie viele Murmeln sind dann in jeder Gruppe? Genau, 1, 2, 3. Oder ich kann auch einfach schreiben, machen wir es nochmal in dieser Art und Weise, 6 durch 2 ist gleich. Also ich mal nochmal unsere Murmeln hier hin.
Und dann kann ich fragen, wie viele Zweiergruppen habe ich denn hier drin? Und dann kann ich, hier habe ich eine Zweiergruppe, hier habe ich eine Zweigruppe. Und ich kann jetzt auch mal, die Gruppen müssen nicht immer gleichmäßig aussehen. Hauptsache, da sind zwei Murmeln drin, also eine Gruppe, zwei Gruppen, drei Gruppen. Und dann habe ich hier als Ergebnis 3, ist also auch 6 durch 2 ist auch 3. Das ist auch kein Zufall, das wirst du. Das wirst du immer wieder sehen, dass wie bei der Multiplikation ja auch 2 mal 3, also zwei Zweiergruppen, eine drei Zweiergruppen ist 2 mal 3 ist 6. Und genauso könntest du auch hier schreiben 2 Dreiergruppen ist 6. Und in der Multiplikation wissen wir ja auch, man kann hier die Zahlen beliebig austauschen. Das heißt, das macht da auch total Sinn. Aber lass uns einfach noch weitere Übungen machen. Wir haben heute relativ viel Stoff, was der Sal uns da vorgegeben hat, und ich muss schauen, dass wir in den 15 Minuten bleiben. Also, dann nehmen wir als nächste Aufgabe 9 durch 4. So, jetzt zeichnen wir wieder unsere Murmeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt schneide ich mir hier Vierergruppen raus. Und das kann ich beliebiger Art machen. Nehme ich einfach mal diese. Das sind vier Murmeln zusammen. Und dann nehme ich noch hier vier Murmeln. So, und jetzt siehst du schon, jetzt habe ich hier zwei Gruppen mit vier Murmeln, aber da bleibt irgendwie was übrig. Also diese eine Murmel, die passt hier nirgends rein, die ist quasi 1 zu viel. Das ist unser Rest. Und als Ergebnis kann ich jetzt hier oben schreiben, ich habe eine Gruppe, zwei Gruppen, also 9 durch 4 ist 2, plus ein Rest von 1. Und das kann man auch genauso hinschreiben. So, und dann schreibst du einfach 2, Rest 1. Können wir denn hier noch weitermachen? Nehmen wir mal noch ein Beispiel. Und zwar nehmen wir jetzt, ich habe das mal hier ein bisschen mehr in die Mitte, 12 durch 4. Auch da können wir wieder unsere Murmeln aufzeichnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, jetzt will ich Gruppen A4 Murmeln einmalen, und es geht eigentlich so am einfachsten. Wie gesagt, ich könnte die Gruppen so malen, wie ich will, aber das geht eigentlich am einfachsten. So, also hier habe ich 3, 1, 2, 3 Gruppen A4. Und du siehst, es geht super, es geht genau auf. Perfekt, da brauche ich keinen Rest irgendwie noch zusätzlich mit hinschreiben. Geht genau auf, das ist glatt. Toll. Also 12 durch 4 ist 3. So. Und wie wir vorhin in dem Beispiel schon mal gerechnet haben, rechne ich jetzt nochmal so ähnlich, nur ein bisschen anders. Jetzt rechnen wir nämlich 12 durch 3. Und was ist das? Dann male ich wieder unsere Murmeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, und jetzt kann ich mir wieder hier meine Gruppen ein. Ich mache es einfach wieder ganz einfach. 1, 2, 3. Upsala. Das ist eine Dreiergruppe. Das ist eine Dreiergruppe. Das ist eine Dreiergruppe. Und das ist eine Dreiergruppe. Oh mein. Das habe ich aber nicht so schön gezeichnet. Sorry, ich hoffe, du siehst es trotzdem einigermaßen. Also, da habe ich genau 1, 2, 3, 4 Gruppen. Also 4 Dreiergruppen. 12 durch 3 ist 4. So, dann machen wir noch eine Übung. Vielleicht wieder was mit Rest. Ich hoffe, das mit dem Rest hat dir vorhin schon Spaß gemacht. Ich finde es immer ganz witzig. So, 14 durch 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Murmeln. Und jetzt will ich hier Fünfergruppen finden. Da habe ich eine Fünfergruppe und noch eine Fünfergruppe. Und die ist zu klein hier unten. Da sind nur vier drin. Das heißt, ich habe zwei Fünfergruppen. Und hier unten habe ich einen Rest. Einen Rest. Und den kann ich hier oben hinschreiben. Also ich habe
bei 15, Entschuldigung, bei 14 durch 5 kommt als Ergebnis raus 2, Rest 4. Und das kann ich auch anders schreiben. Ich kann auch schreiben, oh, da geht mir mein Platz aus. Das ist auch mal was Neues für mich. Also hier kann ich auch schreiben, 14 durch 5 könnte ich auch so schreiben, dass ich rechne, okay, wie viel geht denn die 5 in die 14 rein? Da kann ich mein kleines 1x1 nochmal nutzen. 5 geht in die 14 mindestens einmal rein. 5 mal 1 ist 5. Okay, vielleicht geht es auch zweimal rein. 5 mal 2 ist 10, ja. 10 geht locker in die 14 und 5 mal 3 ist 15. Also 15 geht hier nicht rein, aber 10 geht rein. Das heißt, zweimal geht es rein und dann kann ich hier die 10 drunter schreiben. Wenn ich das voneinander abziehe, bleibt da ein Rest übrig von 4. Und da kann ich schreiben, okay, dann ist das... Und in die 4 geht die 5 gar nicht mehr rein, also nicht mal einmal rein. Das heißt, das bleibt als Rest hier übrig. Das heißt, als Ergebnis kommt dann raus 2, Rest 4. Genauso wie hier drüben auch. Super. Letzte Übung für heute. Und zwar hoffe ich, dass ich die noch hier auf die Seite gequetscht bekomme, ist 8 durch 2. Da könnte ich jetzt wieder unsere Murmeln malen, aber lass es uns mal schauen, ob wir es mit der kleinen, dem kleinen mal 1 mal 1 irgendwie schaffen. Also, wie oft geht die 2 in die 8 rein? Also, 2 mal 1 ist 2. Okay, da kann ich bestimmt noch eins drauflegen. 2 mal 2, also 2 mal die 2 ist 4. Geht auch locker in die 8 rein. Gehen wir noch eins höher. 2 mal 3, also 3 mal die 2 in die 8 geht mindestens auch, das ist 6. Und 2 mal 4, da sehen wir schon, ah, das ist ja genau 8. Super, dann das heißt, 2 geht in die 8 genau 4 mal rein. Wunderbar, bleibt kein Rest übrig. Da freuen wir uns. Geht glatt auf. Du könntest das natürlich auch wieder, hättest das natürlich auch mit deinen Murmeln machen können. Machen wir mal irgendwie verstreut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und einfach schauen, wie viele Zweiergruppen habe ich denn hier. Dann habe ich eine Zweiergruppe, noch eine Zweiergruppe, noch eine Zweiergruppe und noch eine Zweiergruppe. Und du siehst, erstens, es bleibt kein Rest übrig. Und zweitens habe ich 1, 2, 3, 4 gleich große Zweiergruppen. Das heißt, das Ergebnis 8 durch 2 ist 4. So, ich hoffe, das hat dir viel Spaß gemacht. Heute waren wir ein bisschen schnell unterwegs. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.